Jetzt wieder einer von den Leckerbissen. Es gibt nicht nur ein Modellflugzeug mit Turbinenantrieb. Mittlerweile gibt es ja auch mehrere Hersteller von Modellturbinen. Vorhin haben wir gesagt, von Jetcat. Wäre jetzt hier eine Chakadoski-Turbine. Chakadoski? Ungefähr 5 kW. Leistung, das sind etwa 7-8 PS. Wo jetzt hier der Helikopter antreibt. Der Heli hat einen Rotor-Durchmesser von 3,50 m. Ein Rundflug von 3,30 m und hier 22 kg. Bis jetzt hat der Hypo mit diesem Modell schon ungefähr 300 Flüge. Und China absturzfrei. Und kann ich das selber ausrechnen, was es da für ein Übersetzungsverhältnis braucht, um die Drehzahl sicher und zuverlässig oben runterzubringen. Ganz genau hinlässt, man kann den Ton fast nicht von einem Original-Helikopter unterscheiden. Und beim Frontbild sieht es genau gleich aus. Jetwing ist vor allem im Schaltbetrieb eingesetzt. Es hat auch mal eine militärische Version gegeben. Jetzt braucht es was für einen Helikopter. Aber der Jetwing hat vor allem für Transportaufgaben. Der Hugo hat den Helikopter zusammen mit einem Herrn Fischer konstruiert und selber gebaut. Man kann sich noch vorstellen, wenn man hier eine Form machen will, wo man nachher den Rumpf ablaminieren will, dann baut man praktisch ziemlich den Heli ganz. Nachher macht man Formen daraus und dann kann man aus diesen Formen dann so Rumpfschalen laminieren. Aber es ist eine Riesenarbeit. Und auch hier wieder ist natürlich das Messerwerk, das Flugzeug, das wir führen, an unserem neuen Flugtag in Hause. Landeanflug. Und dann natürlich am richtigen Plätzchen absetzen. Und wenn sie sich nicht erreichen, dann hat sie dann entsprechend die Funktion.